So, in diesem Tutorial, liebe Kfz-Freunde, soll es einmal darum gehen, wie man Spannungen messen kann, beziehungsweise wo man überhaupt Spannung messen kann und wann unser Messgerät, unser Voltmeter in dem Fall überhaupt eine Spannung anzeigt. Wir schauen uns das an in einem ja, Grundstromkreis in aufgelöster Darstellung in diesem Fall. Es ist eine Relaischaltung. Ein Relais bestehend aus einer, aus einer Spule und einem Schalter. Also das ist hier ein Schließer. Dann haben wir einen Schalter, der unser, unseren Steuerstrom schaltet. Und wir haben dann eben den entsprechenden... Motor im Arbeitsstromkreis, der über den Schalter hier oben dann seine Spannungsversorgung bekommt letztlich. Hier unten ist er dauerhaft an minus angeschlossen, Klammer 31, hier oben bekommt er dann 30 über diesen Schalter. Ihr werdet gleich sehen, dass das eine spannende Frage ist, an welcher Stelle hier welche Spannungen gemessen werden können. In der Praxis auch von hoher Relevanz und in der Prüfung auch häufig gefordert. Wir schauen uns das mal an. Wir haben jetzt hier drei Voltmeter integriert und ähm, es geht zunächst mal um das Voltmeter hier unten, dieses Voltmeter V3. Schaut mal, das Voltmeter ist parallel zu dieser Leitung geschaltet. Das heißt, wir haben hier unten negatives Potenzial und was haben wir hier anders? Gar nichts. Wir haben auch hier negatives Potenzial. Das heißt, wir haben Potenzialgleichheit. Entsprechend muss der Spannungsabfall hier ganz klar 0 Volt sein. Schauen wir uns als nächstes mal das Voltmeter V1 an. Hier ist der Fall ein völlig anderer. Wir haben von hier oben Dauerplus anliegen, Klemme 30. Und von hier unten über den Motor, über die Wicklung des Motors, haben wir hier Minus anliegen. Das heißt, wir haben hier den vollen Spannungsabfall anliegen. Entsprechend müssten hier 12 Volt gemessen werden. Zu guter Letzt das Voltmeter V2 dieses Voltmeter V2 hängt hier parallel zum Motor. Wir haben hier unten negatives Potenzial, hier oben haben wir auch negatives Potenzial. Der Schalter ist offen. Das heißt, wir haben hier Potenzialgleichheit. V2 muss 0 Volt zeigen. So, die Sache ändert sich, wenn wir den Schalter S1 einmal schließen, dann wird unsere Spule bestromt, sie wird magnetisch, entsprechend schließt dann unser Schließer und der Motor wird anlaufen. Wir haben jetzt eine vollkommen andere Situation. Wir schauen uns jetzt mal dieses Voltmeter V1 an. Dieses Voltmeter hat eben noch den kompletten Spannungsabfall gemessen. Misst jetzt im Grunde genommen den Spannungsabfall über dem Relaischalter, der einen Widerstand von 0 Ohm haben wird, wenn er in Ordnung ist. Also auch mathematisch U gleich I mal R mit R gleich 0, egal welcher Strom auch immer hier fließt, 0 mal irgendwas gibt 0 Volt. Anschaulich besprochen, wir haben hier oben positives Potenzial und hier unten haben wir auch positives Potenzial. Unsere Trennstelle, wenn ihr so wollt, ist der Motor. Das ist unser Widerstand im Schaltkreis. Schauen wir uns also den nächsten an, das wäre der V2. V2 hängt jetzt parallel zum Motor. Wir haben hier den vollen Spannungsabfall am Motor. Von hier oben hängt Plus am Motor, von hier unten Klammer 31, also 12 Volt, werden hier gemessen. Und dann wieder eine sehr interessante Frage: Was misst V3? Natürlich genau das, was V3 auch eben gemessen hat. Kein Spannungsabfall über der Leitung. Diese Leitung ist eine kurze Leitung, hat keinen nennenswerten Widerstand, egal wie groß der Strom auch immer ist, anschaulich betrachtet, U gleich I mal R, R ist 0, I mal 0, gibt es auf jeden Fall 0. Anschaulich gesprochen, praktisch gesprochen, hier unten haben wir negatives Potenzial, hier natürlich auch negatives Potenzial, also kein Spannungsabfall. Ja, hier seht ihr nochmal die ähm, äh, Messungen in einer Übersicht. Und könnt euch nochmal in aller Ruhe anschauen, warum wir hier welche Spannungen gemessen haben.